Schloss guckst, da steigt dir der Puls, da schwillt dir die Ader. Man sieht fast nur noch Kopftuchgeschwader. Es gab welche, die stürmisch geklatscht haben und welche, die schockiert waren. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und denkt, vielleicht hätte ich da an dem Abend noch Einhalt gebieten sollen. Aber man will natürlich so eine Cap-Party oder Feier auch nicht stören. Echt jetzt? Rassistische und frauenfeindliche Äußerungen von einem CDU-Stadtverordneten in einer Cap-Rede und der Bürgermeister möchte nicht stören? Bad König im Odenwaldkreis. Hier auf diesem Vorplatz der sogenannten Piazza wurde vor kurzem Kerb gefeiert. Ich höre mir mit Matthias Hofmann einen Teil der Rede an. Und wenn da fünf Frauen mit 15 Kindern in unsere Hauptstraße laufen und sind, dann haben vier von den fünf Kopftuchfrauen noch einen Braten in der Röhre drin. Nicht vorstellbar, dass das auf einer Kerbrede oder während einer Kerbrede gesagt wurde. Als zunächst keine Reaktion des Veranstalters zur Rede kommt, zeigt Hofmanns Verein klare Kante und distanziert sich in einem Facebook-Post von der Rede. Vor der Kamera möchten heute in Bad König die wenigsten etwas sagen. Aber Mehmet Koyun spricht mit uns. Ich finde, es ist überhaupt nicht okay. Und von allem hier in Bahnhofstraße, es wurde über Bahnhofstraße geredet, über Kopftuch geredet. Meine Frau selbst trägt keine Kopftuch, aber ich finde, es ist ja schrecklich über den Bahnhofstraße. Ich bin seit über 13 Jahren hier als Geschäftsmann und sowas als Ausländer hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Schockiert ist auch der Bürgermeister. Es ist unterste Schublade, hat in einer Cabrit nichts verloren und vor allem auch nicht hier in Bad König. In unserer Kurstadt, sowas geht nicht. Der Kerb-Redner, ein Stadtverordneter, musste jetzt von seinem Posten zurücktreten. Ich habe mich im Ton vergriffen und viel zu spät erkannt, dass auch im scherzhaften Format einer Kerb-Rede unsere gemeinsamen Grundwerte und Überzeugungen als Gesellschaft niemals verletzt werden dürfen. Konsequenz aus dem Skandal? In Zukunft sollen die Kerb-Reden vorher geprüft werden.